Kürzlich hat Bundesinnenminister Horst Seehofer den Verfassungsschutzbericht 2020 vorgestellt. Erneut ist die Terrororganisation PKK als die mitgliederstärkste und schlagkräftigste ausländerextremistische Organisation in Deutschland gelistet. Mit einer Anhängerschaft von rund 15.000 Personen in Deutschland haben die Terroristen im Jahr der Corona-Pandemie über 16,5 Millionen Euro an finanziellen Mitteln eingetrieben. Laut Bericht bedeutet das eine Verdreifachung der PKK-Einnahmen in den letzten 10 Jahren. Der Gesamterlös an sogenannten Spenden beläuft sich europaweit hingegen auf über 30 Millionen Euro. Vieles an finanziellen Mitteln für die PKK stammt aus Schutzgelderpressung und Erlösen aus organisierter Kriminalität. Auch bemüht sich die PKK, junge Menschen für sich zu gewinnen, sie zu indoktrinieren und in den Kampf zu schicken. Seit 2013 wurden aus Deutschland 290 Personen für den Krieg in Syrien rekrutiert. 32 von ihnen kamen dabei um und 150 kehrten nach Deutschland zurück. Einer von ihnen ist der 24-jährige Student Jan Lukas. Er sei nach Syrien gezogen, um an der YPG-Front zu kämpfen. Die YPG ist der syrische Ableger der Terrororganisation PKK. Regelmäßig rufen PKK-Medien in Deutschland dazu auf, sich am Krieg zu beteiligen. Auch deutsche Medien berichten über den Rückkehrer Jan Lukas, wie zum Beispiel Follow.me Reports, ein Social-Media-Kanal unterstützt durch Funk und die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. In der Dokumentation zum sogenannten YPG-Kämpfer Jan Lukas, der wieder in Deutschland ist, wird der klare Bezug der YPG zu PKK verschwiegen. Nur in Nebensätzen wird von einer gewissen Nähe der beiden Organisationen gesprochen. Die YPG, für die er gekämpft hat, wäre eine Terrororganisation. Das ist nicht ganz richtig. Sie steht der PKK nahe, die in Deutschland aber tatsächlich als Terrororganisation gilt. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK. Diese ist für zahlreiche Terrorangriffe in der Türkei verantwortlich. In den mittlerweile über 30 Jahren des PKK-Terrors kamen in der Türkei über 40.000 unschuldige Menschen ums Leben. Die Dokumentation von Funk und Co. porträtiert Jan Lukas als entschiedenen Kämpfer gegen die Daesh in Syrien. Für diese Darstellung sammelt Jan Lukas ordentlich Lob in den Kommentaren auf YouTube. Tatsächlich belegen jedoch zahlreiche Menschenrechtsorganisationen systematische Verletzungen der Menschenrechte durch die YPG in Syrien. Daher bleibt die Frage: Kann eine terroristische Organisation mit einer anderen bekämpft werden?